Willkommen Leute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Freut mich wirklich sehr. Und Leute, heute werden wir mal was richtig Cooles erleben, denn wir werden die Fähigkeiten von Spider-Man bekommen. Wir craften nämlich Spider-Man hier in Minecraft. Aber bevor es soweit ist, müssen wir noch mal ein paar Sachen erledigen. Und zwar müssen wir einmal das Material besorgen, um Spider-Man zu craften. Also Leute, ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Ich habe schon ein bisschen gearbeitet offline. Und zwar sehen wir, ich habe hier 4 Spinnennetze, die werden wir brauchen. Und wir haben hier Strings. Ja, was werden wir damit machen? Wir werden zu einem diese Strings und Spinnennetze, wenn man das überhaupt so nennen kann, in den heiligen Brunnen reinwerfen. Aber wir werden noch ein paar Strings benötigen. Deshalb, müssen wir uns schnell auf die Suche machen. Dazu werden wir auch die Nacht benötigen. Deshalb, müssen wir ein bisschen abwarten, bis es Nacht ist. Und dann können wir nämlich ein paar Spinnen verkloppen. Aber Leute, bevor es losgeht, wollte ich noch mal ganz kurz gesagt haben, wenn dir, dir, das Video gefallen sollte, dann lass auf jeden Fall jetzt eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und check auch gerne meinen zweiten Kanal ab. Der Link ist in der Beschreibung vom zweiten Kanal. Würde mich mega freuen, denn da sind wir auch kurz vor den 100.000 Abonnenten. Woo! Okay, also Leute, machen wir uns auf die Suche. Wir brauchen, wie gesagt, noch ein paar Spinnennetze bzw. Strings. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll. Also nicht Spinnnetzeblöcke, sondern einfach diese Strings. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt schauen wir mal. Sind hier irgendwo noch ein paar Spinnies? Ich glaube, hier sind keine Spinnen aktuell. Die sollten jetzt aber jeden Moment spawnen. Es darf gar nicht mehr so lange dauern. Dann sollten schon die ersten Spinnen erscheinen. Hallöchen, Hühnchen. So, wir könnten theoretisch auch in die Mine gehen. Ob das jetzt aber so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Da würden wir bestimmt auch auf ein paar Spinnen treffen. So, dann schauen wir mal nach, Leute. Wo haben wir jetzt hier ein paar Spinnen? Oh, da ist schon ein Skelett. Kommen wir gerade das Skelett auch mal an. So, hier haben wir auch dann noch ein bisschen XP. Und ich bin echt gespannt. Oh, da ist eine Spinne. So, komm her. Ich bin echt gespannt. Und 2 Spinnen zu haben war schon mal sehr schön. Also insgesamt jetzt 4. Ich bin wirklich gespannt, wie es so sein wird, als Spider-Man rumzuspielen. So, hier ein Zombie. Den brauchen wir zwar eigentlich nicht töten, machen wir trotzdem mal. Hab jetzt mal den Rudo-Place-Shader reingetan. Deshalb ist es ein bisschen heller. So, aber Leute, wie gesagt, wir brauchen Spinnen. Wo sind denn hier noch ein paar Spinnen? Ich glaube nicht, dass es alle waren. Komm, ich nehme auch eben mit. So, was haben wir jetzt hier bekommen? Ein Pfeil und ein Knochen. Knochen brauchen wir, soweit ich weiß, nicht in den heiligen Brunnen werfen. Bin mir jetzt aber etwas unsicher. Hier haben wir noch einen Creeper. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Und haben wir noch hier irgendwas? Moment, Spinnen. Also Spinnen sind hier irgendwie gerade nicht so häufig unterwegs. Was ich schade finde, denn wir brauchen ja eigentlich Spinnen. Ich weiß nicht, wie viele Spinnennetze wir benötigen. Da ist ein Enderman. Den lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe und schauen da lieber gar nicht hin. Obwohl, ich glaube, wir brauchen auch eine Enderperle. Ich töte ihn einfach mal vorsichtshalber. So, und okay, da haben wir die Enderperle bekommen. Sehr gut. So, Enderperle, Spinnennetze, ich denke mal, das sollte fast alles gewesen sein. Sollte fast alles gewesen sein, Leute. Bin mir jetzt aber unsicher. Ich würde sagen, vorsichtshalber holen wir uns noch so 2 Strings. Und eigentlich sollte das dann passen. Eigentlich schon. So, deshalb noch ganz schnell hier die restlichen Spinnennetze suchen. Und dann, oh, da ist noch eine Spinne. Und dann sollte das auf jeden Fall passen, Leute. So, liebe Spinne, oder böse Spinne, wie man es auch nennen möchte. Oh nein, ah stimmt, ganz vergessen, Spinnenaugen brauchen wir. Okay, jetzt sollten wir aber eigentlich ausgerüstet sein. Oh, da sind nochmal 2 Spinnen. Kommt, und die, du auch noch, genau, perfekt. Spinnenaugen, genau das war es noch, was ich vergessen habe. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zum Heiligen Brunnen, wenn es wieder Tag ist. Und dann craften wir uns unser schönes Spider-Man-Kostüm. So, einmal schlafen gehen, aber erstmal die Tür schließen. So. Und jetzt kann ich nicht schlafen gehen, weil hier Monster in der Nähe sind. Natürlich, wie kennt man es auch anders. So, dann hier rein und ab ins Bettchen. So, schlafen wir mal. Und ein neuer Tag. Okay, Leute, ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Wir brauchen noch die anderen Cobwebs. Moment, hier. Zack, zack und zack. Das Rezept war, glaube ich, irgendwie so, wenn mich nicht alles täuscht, so angeordnet. Zack, zack. Nee, Moment. Zack, zack, zack.
Zack, so. So war das Rezept, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, aber wir schauen mal nach. So, jetzt heißt es erstmal zum Brunnen hin. Der ist ja auch ein bisschen entfernt. Deshalb kann das auch nochmal einen kleinen Moment dauern. Aber der Brunnen ist ja echt so ein Ort, wo man die ein oder anderen wertvollen Sachen... Wow, da hat sich ein Enderman zu mir teleportiert. Der Brunnen ist auf jeden Fall so ein Ort, wo man die ein oder anderen wertvollen Sachen bekommen kann. Ne, Schweini? So, ich brauche noch ein bisschen was zu essen, deswegen musst du jetzt dran glauben, Schweini. So, genau 4 haben wir dann hier. Und da oben ist ja dann endlich der heilige Brunnen. So, heiliger Brunnen. Wir möchten eine ganz spezielle Sache haben. Und zwar möchten wir das Spider-Man-Kostüm haben. So, dann gehen wir einfach mal hoch und schmeißen die Sachen nach und nach langsam rein. Heiliger Brunnen, wir möchten das Spider-Man-Kostüm haben und opfern dafür ein Spinnennetz, ein Spinnenauge, noch ein Spinnennetz, also Cobweb. String, eine Enderperle, noch ein String, ein Cobweb, ein Spinnenauge und zu guter Letzt ein Cobweb. Zack, rein damit und sieht man die Sachen noch? Sieht sie da doch ein bisschen, sieht man sie noch? Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, das wird immer dahin geliefert. Wir schauen mal nach, ob die Sachen schon in der Kiste drin sind. Also eigentlich werden sie immer dahin geliefert und dann kann man sie auch eigentlich schon ruckzuck benutzen, Leute. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Was denkt ihr, sind die Sachen jetzt schon dort in der Kiste oder nicht? Wir werden es gleich erfahren. So, ich brauche nochmal ein bisschen Dreck hier, ein bisschen Sand. Okay, dann geht es jetzt ab nach oben. Zack, 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 zack. So, hier auch nochmal nach oben, hier auch nochmal nach oben und hier und zack, Leute, ich bin so aufgeregt. 3, 2, 1 und da sind sie, die Sachen. Einmal die Spider-Man-Maske, der Spider-Man-Anzug, die Spider-Man-Hose, die Spider-Man-Schuhe, der Spinnennetzschießer, kann man so sagen, also die... Das Gerät, womit wir die Spinnennetze verschießen können. Und das ist, glaube ich, die Munition. Die hat leider kein Bild, beziehungsweise keine Textur. Das ist aber kein Problem. Ich würde sagen, Leute, uns sollte nicht jeder hier unbedingt draußen sehen, dass wir uns zu Spider-Man verwandeln. Deshalb gehen wir mal wieder ab in unser schönes Haus und schauen dort nach, ob wir nicht jetzt zu Spider-Man werden können. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss auch meine Eisenrüstung zur Seite legen. Aber wir werden schauen, was für Vorteile unsere schöne Rüstung bringt, also die Spider-Man-Rüstung. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. So, einmal ablegen, unsere aktuelle Rüstung. So, zack, weg damit. So, das kann auch weg. Bisschen Fleisch, bisschen das. So, dann ziehen wir uns mal an. Einmal hier die Maske. Oh, dann der Anzug. Oh, wir haben hier schon diese Spinne drauf. Mega nice, Leute. Dann hier die Schuhe und die Hose. Alter Schwede, sieht das geil aus, Leute. So, aber was wir auch noch benötigen, ist, wir brauchen noch mal ein paar Melonen. Wow, ich bin ja mega schnell, Leute. Schaut euch das an. Ich kann sogar Wände hochklettern, oder? Ich kann Wände hochklettern wie eine richtige Spinne, Leute. Gar kein Problem mehr für mich. Moment, Moment, Moment. Und bam, bam. Mega nice. Und ich kann auch höher springen. Und ich bekomme, glaube ich, auch keinen Fallschaden mehr, oder? Und wow, wow. Was ist denn los? Ich bekomme keinen Fallschaden mehr. Leute, wie geil ist das denn? Hammer! Okay, was wir jetzt ausprobieren sollten, ist der Webshooter. Und okay. Okay, ich kann mich damit durch die Gegend bringen. Oh mein Gott, zack. Wow. Wow, wow. Oh mein Gott. Leute, damit bin ich ja schneller als mit jedem anderen Gerät auf der ganzen Welt. Wie weit geht das eigentlich? Bis wie weit kann ich mich da... Ja, von nach vorne teleportieren, sag ich mal. Geht das hier noch? Und? Oh, jetzt schieße ich... LOL! Wie habe ich das denn gemacht? Auf einmal schieße ich so Spinnennetze. Das heißt, ich kann gewisse Mobs auch einsperren, oder? Moment. Und du! Zack! 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 Aber ich bin da auch langsam im Spinnennetz. Okay, das finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. So. Aber das Schärf kommt auf jeden Fall nicht mehr weg, würde ich mal sagen, oder? Das ist ja mal mega cool. So, wie kann ich denn das wechseln? Wie kann ich denn wechseln, dass ich halt jetzt wieder schießen möchte? Mich geht das überhaupt? Ich weiß es gar nicht, Leute. Aber ich muss sagen, ich bin schon fasziniert davon, von diesem Spinnennetz-Schießgerät, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Gerät haltet. Ich finde es cool, nur man kann sich halt auch ziemlich schnell hier selbst drin verirren. Also es kann auf jeden Fall ganz schön schnell passieren.
Oh mein Gott. Was passiert, wenn ich jetzt die ganze Zeit nach oben schieße? Jetzt bin ich mal ein bisschen gespannt. Moment. Wie weit können wir nach... Wow. Wie weit können wir jetzt hier... Alter Schwede, ist das krank. Moment mal, wir gehen nochmal hier oben hoch und jetzt... Oh mein Gott, ist wie so eine Brücke, die gebaut wurde. Und es geht richtig schnell. Moment, machen wir nochmal. Boah, oh mein Gott. Das ist ja mal mega krank, Leute. Schaut euch das an, wie schnell dieser Weg kam. Oh mein Gott, okay, das sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Aber es ist auch sehr cool. Oh mein Gott, okay, cool, Leute. Also, das war's mit der Folge. So kann man sich auf jeden Fall das Spider-Man-Kostüm craften. Und das sind auch die Fähigkeiten von Spider-Man. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, checkt meinen zweiten Kanal ab. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.